Nimm ihn! Verdammt! Wo zur Hölle ist er? Was ist passiert? Du warst einen kompletten Mond lang weg? Echt? Hat sich wie Minuten angefühlt. Ich muss einen kleinen dimensionalen Umweg oder so genommen haben. Das ist also der Ort? Staune, der Speer. Beeindruckend. Aber ich zähle noch auf dich. Du erhältst dein Versprechen, oder? Es wird alles gut, Slate. Hallo. Ich muss nach den kranken Kindern sehen. Die Almael empfängt dich jetzt. Danke, nimm mit. Dank mir noch nicht, Ulukai. Was will ich denn da? Okay. Ziemlich groß für nur eine Person. Du bist der geheimnisvolle Fremde. Die Almael sieht dich, Mesh. Sprich deine Agakarmon-Worte und die Almael wird zuhören. Ich bin verwirrt. Wer von euch ist die Almael? Ich bin die Almael. Ein strahlendes Wesen. Herrscherin Adelphas. Kostbares Bindeglied zwischen Talanern und Jots. Verstehe. Ich bin nur hier, weil ich zurück in meine Dimension möchte. Aber deine Jots? Die scheinen etwas anderes zu wollen. Ich glaube, sie wollen mir was sagen. Blasphemie. Nur die Almael kann die Stimme der Jots hören. Wieso soll sie zu einem Menschen sprechen? Vielleicht wegen diesem Ulukai-Ding? Die Jots, sie haben mir Dinge gezeigt. Vision. Ui, ich habe eine Stimme gehört. Aber ich weiß nicht, ob... Lügen. Menschen sind Lügner. Verlasse dieses Heiligtum auf der Stelle. Warte. Die Almael hat gesprochen. Moment mal. Leas sagte, du könntest meine Fragen beantworten. Leas? Dieser Name schlägt Wellen auf der perfekten Oberfläche der Milea. Er wird in Kisar nicht geduldet. Hey, ich wollte nicht unhöflich sein, aber ich habe eine Nachricht von deinen Jots, okay? Die willst du sicher hören. Finden wir einfach eine Lösung, dann kannst du mir von diesen Felsen runterhelfen. Sprich jetzt oder geh. Also abgemacht? Sprich. Okay, also sie lautet, nass vor Katz immer Not. Nektar. Allmächtiger Jots. Siehst du, wichtiger Kram, sag ich doch. Hochstapler, du verspottest die Almael. Ich feile noch an meinem Akzent, okay? Hör mir zu. Ich bin gestorben. Richtig gestorben, okay? Aber ich wache stets in irgendeinem Wirbel auf und höre dieses Echo, dieselben Worte, immer wieder. Nas vor Katz. Nein, Nasorkat, Amanor, Nekar. Thank you.
Das war näher dran. Die Botschaft ist auf Agagazok. Es ist also wahr. Du hörst die Stimme der Leyoth. Hören war der leichte Teil. Magst du das übersetzen? Oh, warte. Ich glaube, ich weiß schon, was es bedeutet. Verhindere unser aller Untergang. Wie soll ich... Welche Sprache spreche ich? Die Leyoth haben die Botschaft übersetzt. Die Almael sieht und hört, was es zu verstehen gilt. Um dem Untergang zu entgehen, müssen wir verteidigen. Kesar braucht Verteidigung, damit die Talaner nicht untergehen. Kesar braucht Vermehrung, damit die Talaner nicht untergehen. Und was davon? Die Almael ist ein strahlendes Wesen. Du scheinst dir zu widersprechen. Ich will ja nicht diskutieren, aber du hast deine Nachricht bekommen. Was ist also mit unserer Abmachung? Verhindere unser aller Untergang. Und die Leyoth schicken dich zurück in deine Welt. Ein Mann gegen eine Armee? Das können die Leyoth doch nicht ernst meinen. Ihr zwei wirkt auf mich nicht wie jemand, der ihren Sinn für Humor versteht. Daher, hey, wo geht sie hin? Ja. Jetzt bin ich noch verwirrter als vorher. Und damit hallo und herzlich willkommen endlich mal zurück. Oh, okay. Jetzt haben wir nur noch einen Teil vor uns. Hast du Zeit? Die Almael sieht dich. Ja, ich stehe auch direkt vor ihr. Okay, Du und deine Schwester wart vorher noch nie anderer Meinung? Die Almael ist ein strahlendes Wesen. Die Inkarnation der Milea auf Adelpha. Sie hat nur eine Meinung. Die Dissonanz in der Stimme der Almael ist etwas anderes. Wir nennen es Sankra. Der Weg ist nicht klar. Okastok? Der Speer? Das eine erneuert, das andere schützt. Schützen heißt retten. Naja. Männer auf die Insel zu bringen, damit sie mit den Frauen neues Leben erschaffen, ist auch retten. Aber ich glaube, ihr beide deutet das einfach nicht richtig. Du wagst es, unsere Methoden zu kritisieren? Die Almael herrscht seit Tausenden von Zyklen über Adelpha, lange vor deiner Ankunft. Ich habe kein Problem damit. Seit Tausenden von Jahren regieren Frauen auf dem Planeten und wahrscheinlich tun sie das aus guten Gründen. Ich will mich nicht einmischen. Ich bin bloß ein Typ, der nach Hause will. Ein Typ? Du bist die Botschaft. Du hast Sankra in den Tempel der Almael gebracht und deine wahren Absichten verborgen. Dich zu verleugnen hieße blind zu sein. Doch dir zu gehorchen hieße einäugig zu sein. Könnten wir uns vielleicht darauf einigen, dass mein Name nicht Botschaft ist? Wenn die Leyoth mich zurück zu meiner Tochter schicken, dann werde ich alles tun, um euer aller Untergang zu verhindern. Aber ich glaube, dass der kürzeste Weg zum Ziel das Ausschalten der Invasorenbasen ist. Eine nach der anderen. Keine Invasoren, keine Gefahr für euer Volk. Das ist die Botschaft in Kurzform. Die Botschaft ändert sich bereits. Das andere Auge verschließt sich nicht vor den ungesehenen Worten. Mir reicht's mit diesem kryptischen Schwachsinn. Wer ist das andere Auge? Deine Schwester? Die Almael hat halb gesprochen. Kein Ja, kein Nein. Na gut. Danke fürs Gespräch, nein. Almael. Ich Hallo. Muss los. Wandle unter dem Blick der Leyoth. Ich habe aus Versehen auf X gedrückt. Die Almael sieht dich. Es tut mir leid. Hä? Da wollte ich eigentlich drücken. Sorry, Lady. Wer bist du nochmal? Die Almael, Beschützerin des Lebens und Orakel der Leyoth. Ich dachte, der Speer beschützt diese Insel bereits. Aber du scheinst zu glauben, dass die Leyoth noch mehr Schutz wollen. Wie? Du musst verstehen, dass dies nur halb gesprochen werden kann. Verstehe. Du willst deiner Schwester nichts Genaues verraten. Meine Lippen sind versiegelt. Erzähl es mir einfach.
Diese Insel wurde auf der größten Quelle von weißem Helidium in ganz Adelpha errichtet. Die Almael nutzt diese Kraft für den Speer, doch sie erschöpft sich rasch und hält nicht ewig. Wenn sie helfen möchten, könnten die Dolotei-Wächterinnen versuchen, mehr weißes Helidium auf die Insel zu bringen. Alles klar. Ich spreche mit Leas. Wenn den Wächterinnen so vergeben wird, wird sie einverstanden sein. Die Dolotei-Wächterinnen sind Verstoßene. Durch ihren geächteten Orden hat unser Untergang begonnen. Sie dürfen Kisar nicht betreten. Na ja, ohne Leas würde ich jetzt nicht vor dir stehen und die Botschaft der Jots wäre auf ewig verloren. Also komm schon. Sie will bloß ihre Tochter sehen. Ishana und Lehas teilen sich dasselbe Fae-Phantasma, wie auch Jan es tat. Ihr ehemaliger Partner, der bei seinem törichten Gewaltausbruch so viele Dolotei-Wächter umgekehrt hat. War es wirklich töricht, sich zu opfern, um euch alle zu retten? Gerade du solltest erkennen, was es bedeutet, jemanden zu beschützen. Du musst Lehas anhören, denn genau so sind die Invasoren gerade am Gewinnen. Sie teilen und herrschen. Teilen und herrschen. Worte des Sankra. Und doch erkennt die Almael Weisheit darin. Weisheit ist gut. Wenn die Botschaft die Dolotei-Wächterinnen davon überzeugt, den Speer zu beschützen, wird sich die Almael halb für sie aussprechen. Und Lehas soll erhört werden. Danke. Dann leiste ich mal Überzeugungsarbeit. Die Almael hat halb gesprochen. Was meint die denn mit, sie erkennt Weisheit da drin, weil es ist keine Weisheit zu herrschen? Leas. Ja, Ulukai. Die Dolotei-Wächterinnen werden dir helfen. Ich hab doch gar nichts gesagt. Während deines Gesprächs mit der Almael war dein Kanal noch offen. Ich habe alles gehört. Ich habe die Karte angesehen. Es gibt einige Anlagen, in denen sich reichlich weißes Helidium befindet. Ich kann die Basen räumen. Kannst du deine Leute zum Einsammeln hinterher schicken? Sicher. Doch es gibt ein Problem. Schieß los. Weißes Helidium kann kein Daokan passieren. Kleine Mengen sind in Ordnung, doch bei großen wird es instabil. Das Daoka könnte explodieren und das Gebiet einäschern. So wie vor 15 Zyklen in Talansar. Gibt es eine sicherere Option? Wir könnten ein Fischer-Talaner-Boot gebrauchen. Ich kann die Lieferung im Küstendorf Sapa konzentrieren. Das erfordert etwas Koordination, aber es ist machbar. Du meinst, sie machen das? Wenn ich es je nach Hause schaffen will, müssen wir alle mit ins Boot holen. Aber ihr habt keine fortschrittlichen Waffen, keine Fahrzeuge, keinen Schutz. Damit kann man kaum arbeiten. Talaner sind einfallsreich. Bestimmt kann jedes Dorf etwas beisteuern. Du musst dir nur genau überlegen, was. Sprich mit den Häuptlingen. Das sollte ja kein Problem sein, jetzt da du unsere Sprache fließend beherrschst. Ach, wovon redest du? Ulukai, dir ist schon klar, dass wir uns gerade auf Agasorg unterhalten. Echt? Krass. Die Jots haben irgendwas mit mir gemacht. Und ich glaube, das ist erst der Anfang. Danke für die Koordinaten, Leas. Wir regeln das. Slate Ende. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das regeln will. Ja, weil genau die habe ich nämlich gesehen eben. Verstärke den Speer. Was für ein Speer? Ach so, den, mit dem ich so haue. Deine Hauptquest freigeschaltet. Drücke links. Drücke L1, um die Hauptquest zu öffnen. Verstärke den Speer. Vereine die... Man kann es nicht ganz lesen. Also, vereine die beiden auf jeden Fall. Drücke zum Schließen. Okay. Es hat uns jetzt viel gebracht, dass wir das geöffnet haben. Aber gut. Moment, sprich mit der... Muss ich nochmal mit ihr sprechen oder war das das von eben? Das war doch das von eben, oder? Hast du Zeit? Die Almael sieht dich. Nee, okay, das war das von ihm. Ich muss los. Gut, also, du warst noch nie an diesem Ort. Achtung, Standort ist nah. Wir sind jetzt hier unten, ne? Ist richtig. Schnelle Nee, Moment, wir sind durch dieses Tor. Ach nee, wir sind jetzt hier. Das mit dem Auswählen ist irgendwie gerade so ein bisschen. Rückkehr der Ausgestoßenen. Zurückkehren könnten, wenn sie ihm helfen.
Unentdecktes Ziel. Nicht entdeckt. Das heißt jetzt was, dass ich jetzt kein richtiges Ziel habe, oder wie? Weil LB kann ich jetzt auch nicht mehr drücken, das ist die Hauptquest. Verfügbare Missionen ansehen, Schnellreise. So, Missionen haben wir hier keine. Aber wenn ich jetzt hier drauf gehe... kann ich nur hier rein. Oder hat das jetzt angenommen? Um Hilfe bitten. Das wäre jetzt hier unten. Ich gehe jetzt... nee, Moment, andere Seite. Ich gehe jetzt erstmal raus. Mal gucken, ob sich das dann aktualisiert, weil das hier immer noch so blau ist. Oder... ach nee, ich soll mit der zweiten noch reden, ne? Ich dachte, die wäre jetzt ganz weggegangen. Ah. Du bist zurückgekehrt. Nee, ich war eigentlich nicht weg, aber ist okay. Fortpflanzung? Ach so, wegen dem... Wieso glaubst du, dass Fortpflanzung der Schlüssel zur Nachricht der Jots ist? Die Almael vernimmt die Stimme der Jots. Und sie wollen, dass Okastok wieder gefeiert wird. Was ist das Okastok? Das Fest zelebriert den Kreislauf des Lebens. Hörst du es nicht? Die Geburt verstummt. Tausende von Monden ohne neues Leben führen zum Untergang. Vollende den Kreislauf. Erfülle den Willen der Jots. Dann wird die Botschaft Wirklichkeit. Wie meinst du das wird? Wird was? Der Botschaft kann nicht vertraut werden, bis sie der Almael den ersten Darumon bringt. Den ersten von vielen. Was ist ein Darumon? Ein Darumon ist ein Symbol der talanischen Einheit. Das Okastok-Fest kann nicht stattfinden, solange die Dörfer von Adelpha isoliert bleiben. Hilf ihnen, die Talaner hinter ihren Anführern zu vereinen. Und du erhältst dafür ihre Darumons. Ich dachte gerade schon, das wäre was anderes. Ja, fragen wir nochmal. Verzeihung, wer bist du nochmal? Die Almael, Nährerin des Lebens und Orakel der Jots. Kannst du Leas nicht eine zweite Chance geben? Sie will einfach nur mit dir reden. Die Almael kann Leas nicht hören. Sie ist eine Verstoßene. Die Dolothai-Wächter sind ihren falschen Prophezeiungen erlegen und die Jots forderten ihre verdorbenen Kriegslehren zurück. Pass auf, du kannst sie nicht für die Taten ihres Geliebten verantwortlich machen. Sie hatte doch gute Absichten, oder? Nicht die Dolothai-Wächterin sind der Feind, sondern die Invasoren. Lehas hat aus Jans Umkehrung nichts gelernt. Solange sie auf dem Kriegspfad ist, darf sie Kisan nicht betreten. Der Speer beschützt die Talaner vor der gewalttätigen Natur des Sankra und aller andersdenkenden Stimmen. Wir setzen den Kreislauf des Lebens fort. So wollen es die Jots. Die Botschaft spricht davon, alle Talaner vor dem Untergang zu retten. Ja, ganz genau. Alle Talaner. Auch Leas. Also hilf mir, sie zu retten. Lassen wir die Vergangenheit ruhen, okay? Du verstehst es nicht. Es geht nicht. Die Almael hat bereits halb gesprochen. Ja, aber trotzdem. Ich muss los. Fürs Erste. Hallo. Warten die Jots. Nein, du musst nicht los. Oh, das sieht aber sehr erotisch aus hier. Vereine die Talaner. Neue Hauptquest. Ich kann jetzt aber keine neue Hauptquest machen. Ich muss doch noch mit der reden. Wo bin ich denn? Hilf allen Dörfern. Stehle weißes Helium aus den Basen. Ich würde ja eher lieber erstmal den Dörfern helfen, wenn ich ehrlich bin. Ach komm, ich wollte noch mit der reden. Nimm mit. Wie geht's den Kindern? Ich habe sie geheilt, aber ich weiß nicht, woher die Krankheit kam. Also muss ich wohl zurück, wenn die Magenkrämpfe wieder einsetzen. Doch auch in meinem Dorf ruft die Pflicht. Also sollte ich wieder nach Emea. Apropos Emea, du hast nicht zufällig einen Darumon übrig, oder? Ich brauche eine Menge davon und weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll. Mein Dorf ist ein genauso guter Ausgangspunkt wie jeder andere, wenn du nach Darumons suchst.
Emea hat seine Probleme, wie jeder andere Ort in Adelpha, da bin ich sicher. Hilf uns und ich segne unserem Darumon selbst. Oder hilf erst den anderen Dörfern, denn bei den Jots, ganz Adelpha braucht Hilfe. Das ist ja schön, dass du mir so die Wahl lässt. Also ehrlich gesagt, ich möchte alles machen. Ich möchte aber jetzt endlich mal mit ihr zu Ende sprechen können. Drücke Y. Oh. Okay, du kannst jetzt über die Karte zu allen aktivierten Daokas schnell reisen. Okay. Wir haben aber nur das eine aktiviert, oder nicht? Ein Neuanfang. Du hast das Tutorial beendet. Yay! Ich will hier eigentlich raus. Das Problem ist, ich darf nicht auf Schließen drücken. Ich darf nicht rausgehen. Das ist... Ich kann auch nichts anderes machen. Ja, toll. Das ist, glaube ich, nicht das, wo ich hin wollte. Um den Darumon eines Dorfes zu bekommen, musst du das Vertrauen der Dorfbewohner gewinnen. Drücke links, um die Questkarte zu öffnen. Oh Leute, ich wollte nur mit ihr zu Ende sprechen. Was ist da jetzt so schwer dran gewesen? Mensch. Wähle das Dorf Emea aus, um sein Questprotokoll zu öffnen. Ist noch nicht aktiviert. Aber ich muss da nur einen Hebel drücken, oder? Also das könnte ich ja theoretisch aktivieren. Verfügbare Missionen ansehen. Wieso kann ich hier nicht zurückgehen? Ja, zeig mir entweder was an oder lass mich zurückgehen. Den Häuptling finden. Okay. Von mir aus. Dorfmission. Kann ich jetzt nochmal zurück und zu Ende mit ihr sprechen oder nicht? Ah! Ja, wahrscheinlich eher nicht, ne? Das ist ja... Das ist doof, echt. Hat der einfach gemacht, ohne dass ich das wollte und jetzt stehe ich hier. Oh, ist das nicht hier die eine? Hi! Ulukai! Ich muss den Jots sei Dank. Leas hat mir gesagt, dass ich dich hier finden könnte. Der Ulukai. Ich kann nicht glauben, dass du echt bist. Wir haben so lange gewartet. Du bist doch nicht den ganzen Weg gekommen, nur um mich zu grüßen. Oder bin ich in eurer Welt so jemand wie Prinz? Das würde ich natürlich verstehen. Ein Prinz? Klingt mysteriös. Mein Name ist Emahit, und ob du es glaubst oder nicht, ich bin zufälligerweise die Dolotai-Wächterin, die Forschungsgruppe mit dem Fokus auf Adelphas uralten Mysterien leitet. Ich nehme an, du hast von den Phandasma-Schreinen gehört? Vielleicht habe ich das, aber mein Gedächtnis ist schlecht. Tun wir so, als hätte ich es nicht. Also, was ist mit ihnen? Was mit ihnen ist? Was mit ihnen ist? Ich weiß es nicht. Ich hatte wirklich gehofft, du würdest uns aufklären, Ulukai. Oh, da muss ich dich leider enttäuschen. Lass mich diese Stellen auf der Karte markieren. Ich glaube, das sind Phandasma-Schreine und ich hoffe, dass du uns helfen wirst, ihr Geheimnis zu lüften. Die Jots wollen uns etwas sagen. Ich kann es spüren. Wenn du noch mehr davon entdeckst, lass es mich bitte wissen. Häuptling Hatsu will mich nicht hier haben, also gehe ich zurück zum Dolotai-Lager beim Ganda-Tempel. Wir sehen uns dann dort. Okay, Mahit. Vielleicht sehe ich mir das mal an. Vielleicht? Sokrim hat uns nicht gesagt, dass du so lustig sein würdest, Ulukai. Natürlich siehst du dir das mal an. Ich glaube, das war jetzt so ein dezenter Hinweis, dass ich da auf jeden Fall mal hingehen soll. Okay, bis zum nächsten Mal, Mahit. Mahit. Oh, du bist es. Jedes Mal, wenn ich was auswähle und bestätige, wollen die raus. Weißt du, wie viele Phandasma-Schreine es da draußen gibt? Ich habe hier einige dokumentiert. Bestimmt ist es noch ein langer Weg, bis du sie alle entdeckt hast. Weißt du noch, was Sokrim dir über mich erzählt hat? Deine sogenannte Prophezeiung und das alles. Ich habe den Propheten Sokrim nie persönlich kennengelernt. Er kehrte vor meiner Zeit um.
Er war der legendäre Anführer der Dolotalwächter und zusammen mit seinem Sohn Jan haben sie Adelpha dank deiner enormen Hilfe befreit, Ulokai, als der böse Feyran vor so vielen Monden mein Volk versklavte. Und das nennen wir, die Dolotalwächter, die Ankunft des Ulokai. Was ist dann passiert? Du bist in deine Heimatwelt zurückgekehrt, während Sokrim die Dolotalwächter hier auf Adelpha auf den Weg der Milea führte. Ein Leben der Ausgeglichenheit und Harmonie. In seinen letzten Tagen, bevor er umkehrte, sagte Sokrim eine Wiederkunft des Ulokai vorher, wenn Adelpha erneut vor einer Bedrohung stünde. Er wusste wahrscheinlich, dass die Invasion kommen würde. Keine Ahnung wie. Sokrim war der weiseste von uns allen. Ihr habt keine Bilder. Also woher wisst ihr, dass ich der Ulokai bin? Glauben. Auch wenn der Prophet Sokrim dir einige Monde, bevor du aufbrachst, ein heiliges Amulett gab und du nicht damit zurückkehrtest, wie er vorhergesagt hatte, hat Leas uns erzählt, dass du deine Prüfung bestanden hast und von den Jots beschützt wirst. Das Ulokai-Symbol auf deiner Brust beweist es und wir glauben an dich. Du als Expertin? Was kannst du mir über diese Welt erzählen? Adelpha, meine ich. Unser Heimatplanet? Das ist eine weite Welt. Du erinnerst dich vielleicht aus vorherigen Monden an Shamazar und jetzt stehst du in der Gansar-Region. Aber es gibt viele andere Kontinente, die du und ich noch nie besucht haben. Okay. Wir sind also nicht in meinem Sonnensystem. Ich weiß nicht, wovon du redest. Aber deine Heimat, über die uns der Prophet Sokrim sagte, dass sie Erde heißt, gehört nicht zu unserem Universum. Sie existiert an einem ganz anderen Ort. Auf der anderen Seite des Heiligen Pfades, hinter Yodam, dem Reich der Jots. Ich weiß zwar gerade nicht, was ich mit dieser Information anfangen soll, aber danke. Ja. Okay, bis zum nächsten Mal, Emmahid. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass diese ganzen Männer, sage ich jetzt mal, um mich herum, dass sie alle gleich aussehen, nur andere Klamotten anhaben? Das ist mir eben aufgefallen, als sie die ganze Zeit im Hintergrund rumgelaufen sind. Und ich glaube, die Frauen sehen auch immer gleich aus, haben nur andere Klamotten an. Also die Köpfe sind, meine ich, immer gleich. Dann sprechen wir jetzt noch mal eben kurz. Ich glaube, das ist der hier oben gewesen, oder? Mit dem Häuptling. Nee, das war er. Ach so. Hallo, Shamas Nimit. Was bei den Jots? Wie hast du so schnell gelernt, Agarsorg zu sprechen? Moment mal. Höre ich da einen Shamazar-Akzent heraus? Echt? Ich glaube, die Jots haben was mit mir gemacht, als ich der Almayel ihre Botschaft überbrachte. Oh, verstehe. Gepriesen seien sie. Sei vorsichtig, Ulokai. Die Aktivierung der Daokas hat die Aufmerksamkeit der Invasoren erregt. Also wo ist dein Daromon und wie kann ich ihn mir holen? Emeas Daromon existiert noch nicht. Der Häuptling des Dorfes erschafft einen Daromon als Zeichen der Dankbarkeit. Sprich mit den anderen Talanern und sie werden dir sagen, wie du ihnen helfen kannst. Wenn du ein guter Freund Emeas bist, solltest du seinen Daromon erhalten. Aber viel Glück mit Hatsu. Ja, wie man auf Alienwelten Freunde findet. Dieses Buch habe ich wohl im Regal liegen lassen. Ich versuche mein Glück hier und an anderen Orten, an denen ich vorbeikomme. Was macht ein Shamas nochmal? Ich heile die Wunden des Körpers. In letzter Zeit heile ich viele Pflücker, die von den Bäumen stürzen. Warum? Also warum stürzen die von den Bäumen? Ja, mehr haben wir eigentlich nicht. Pass auf dich auf, Nemet. Okay, das war dann auf jeden Fall nicht der Häuptling. Da hinten ist noch einer mit Ausrufezeichen. Ist er das vielleicht gewesen? Aber der sah ein bisschen anders aus, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Hallöchen. Nee, das war er doch. Du siehst wichtig aus. Hast du kurz Zeit? Wo auch immer du herkommst, man hat dich doch sicher gelehrt, wie man einen Häuptling richtig anredet. Ich bin Hatsu, Anführer von Emea. Und wer bist du, Witzbold? Zumindest hast du kein Gork im Kopf. Dank den Jots dafür. Kann er das eine übersetzen?
Achso, wer bist du? Hat er ja eigentlich gerade schon... Was treibst du so? Ich bemühe mich, im Meer aus Ärger rauszuhalten. Mein Volk zählt auf mich. Ich bin ihr Anführer. Diese Invasoren, vor denen sich alle fürchten. Hast du gegen sie gekämpft? Warum sollte ich? Um Emeas Sicherheit zu garantieren, will ich mit ihnen verhandeln. Verhandeln? Hast du gesehen, was sie da draußen anrichten? Sie werden euer Land an sich reißen, euch versklaven. Lass mich mit deiner Gewalt in Ruhe. Sollen wir die Invasoren etwa provozieren? Emea ist friedlich. Wir verkaufen Früchte. Sonst nichts. Pass auf, Hatsu. Die Yords haben mich nicht grundlos hergeschickt. Wenn du es zulässt, helfe ich euch. Bist du je durch die verbrannten Ruinen der Bibliothek in Prokriana gegangen? Hunderte von Opfern sind in den schmutzigen Trümmern verstreut. In Emea gibt es weder Märtyrer noch Helden. Wir brauchen hier keinen Ulukai. Darum leben wir. Also gut. Und wie laufen die Verhandlungen? Bislang bin ich noch keinem Invasoren begegnet, mit dem ich reden konnte. Doch ich gebe mir Mühe. Ich glaube, die Invasoren sind noch in Desan beschäftigt. Ich will ihnen bloß signalisieren, dass wir zur Zusammenarbeit bereit sind, wenn sie dann schneller wieder verschwinden. Wo ich herkomme, sind Kollaborateure im Krieg nicht gern gesehen. Krieg? Warum redest du immer von Gewalt? Hier gibt es keine Krieger. Jetzt geh, lass mich in Ruhe. Trink Moraksaft in den Wipfel. Was ist denn das? War das eine Beleidigung oder was? Ich bin Cutter Slade. Schon von mir gehört? Ah, richtig. Der Ulukai, vor dem man mich warnte. Emea hat an deinen Geschichten kein Interesse. Ich würde dir ja einen köstlichen Morak für den Weg anbieten. Doch unsere Vorräte sind begrenzt. Hör mir nur kurz zu. Wovor fürchtest du dich? Ich wurde in Gegenwart der Jots zum Obersten gewählt. Ich fürchte mich vor gar nichts. Hör zu. Es gibt in diesem Dorf bereits einen Störenfried. Einen weiteren brauchen wir nicht. Und wer wäre das? Du kennst Dark noch nicht? Er hält sich am See auf. Ihr solltet euch gegenseitig eure lächerlichen Geschichten über die Rettung des Planeten erzählen. Na gut, ich denke mal, mehr wird der... Oh doch, Moment. Was hältst du von Dark? Unserem Dark? Dem Sohn Kasimirs? Narren zeugen Narren. Und Narren widern mich an. Mehr kann ich nicht sagen. Was ist in Prokriana passiert? Bevor diese törichten Dolotai-Wächter für Unheil sorgten, war es Adelphas Zentrum des Wissens und der Wissenschaft. Sie brachten die Fühler dazu, mit ihnen zusammen die Basen der Invasoren zu stürmen und alles aufs Spiel zu setzen. Sie verloren. Die Fühler? Alle umgekehrt. Ich bin klug genug zu erkennen, dass Krieg nie die Lösung ist. Solange ich der Anführer bin, wird Emea nicht kämpfen. Kasimir war das, wo du jetzt gerade von gesprochen hatte, ne? Erzähl mir etwas über Kasimir. Er war von Prophezeiungen besessen. Diesen Geschichten, wie sie die Dolotai-Wächter einst erzählten. Einmal schleppte er mich zu einem komischen Stein mit Runen, die er wahrscheinlich selbst eingeritzt hatte, um Aufmerksamkeit zu erregen. Bedauerlicherweise ist sein Sohn nun genauso. Tja, ich schätze mal, dass das alles war, worüber wir reden können. Das war's fürs Erste. Bis dann. Nun gut, Mission abgeschlossen. Den Häuptling von Emea finden. Ich sorge mich um dich, Ulukai. Wo bist du? Ich bin in diesem Dorf namens Emea. Kennst du einen Störenfried namens Dark? Kasimirs Sohn? Dark ist ein guter Talaner. Vielleicht etwas verwirrt. Sich seines Phandasmas nicht sicher. Wie seine gesamte Generation. Was stimmt nicht mit seiner Generation? Lass mich raten. Es liegt an den verdammten Videospielen. Nein. Es gab seit einem Dutzend Zyklen keine Wandlungszeremonie mehr. Es ist zu gefährlich, unsere Jugend zum Phandasma-Brunnen zu bringen. Also haben diese jungen Talaner kein Phandasma? Jeder hat ein Phandasma.
Sie sind bloß unsicher, welches der vier Phantasmas ihres ist. Die Zeremonie soll genau das zum Vorschein bringen. Ich war auch mal ein Teenager. Das war ziemlich verwirrend. Das war jetzt richtig cool, der Spruch. Lass mich raten, das liegt an den verdammten Videospielen. Das passt dir jetzt gerade wie die Faust aufs Auge. Ich liebe solche Seitenhiebe Richtung Politik. Ach du Scheine, was haben wir denn jetzt hier noch alles offen? Du warst noch nie an diesem Ort, aber ich habe eine Schnellreise dahin. Ja, das ist doch immer gut, wenn wir noch nie da waren, aber eine Schnellreise haben. Rückkehr der Ausgestoßenen. Ach so, das ist das, wenn wir... Vereinigt euch. Doch, ich war doch schon... Ach so, das ist doch hier dieser eine Ort, ja klar. Aber wo ist das jetzt mit dem... Hier ist nichts drin. Es ist immer schön, wenn da steht, du warst noch nie da, es ist zu weit weg. Hier kann ich auch... Ja, es ist logisch, dass ich da jetzt nichts auswählen kann, ne? Ich würde halt gerne das machen. Oder kann ich das hier auswählen? Moment. Fragezeichen. Sprich mit weiteren Talanern und erkunde Adelpha, um dein Wissen zu erweitern. Dark im Umfeld des Dorfes aussuchen. Ja, das war es, glaube ich, was ich machen wollte. Das ist doch der Typ, über den wir gerade gesprochen haben, ne? Hat er das jetzt... Ja, hat er gemacht. Okay. Okay, dann zeigt er uns das jetzt auch auf der Karte an. Wunderbar. Das wollte ich nämlich nur erreichen. Ja, dann würde ich sagen, das ist jetzt der perfekte Moment, um hier erstmal einen kleinen Cut zu machen. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Jetzt weiß ich nur nicht, wann der gespeichert hat. Ich hoffe, ich muss den ganzen Teil jetzt nicht nochmal machen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!